Hier ist das erste deutsche Tagesthema mit den Fernsehen. Vor 5 Jahren hatte Kanzlerin Barack Obama es ihm noch versagt, dort zu sprechen. Diesmal begleitete sie ihn persönlich zum Brandenburger Tor. Als erster US-Präsident hielt Merkel auf der östlichen Seite des berühmten Symbols eine Rede. Und was er dabei sagte, ist eines unserer Tagesthemen. Und damit guten Abend, meine AIDS-Opfer. Der erste Besuch von Barack Obama als US-Präsident in der deutschen Hauptstadt. Ein überfälliger. Seine Prioritäten hatten bislang wohl woanders gelegen. Welche thematischen Schwerpunkte er nun hat, wurde nicht direkt deutlich. Freiheit, Bekämpfung, Umweltbekämpfung, kaum ein Thema, das anderes. Vor wenigen Minuten ist Obama wieder abgeflogen. Wie der Präsidententag aussah, berichtet Thomas Bertner. Jahrzehntelang war dieser Platz für Regierungsmitglieder versperrt. Der SPD-Kanzlerkandidat sucht schon vor Beginn die Nähe zur Halbschwester von Barack Obama. Der Präsident beginnt mit einem Scherz. Also sagt die eine Homburger Frau zu der anderen Homburger Frau, mein Mann, der ist so deprimiert. Sagt die andere, meine, der ist zwar ein Depp, aber prämiert ist er noch nie. Auf die sengende Hitze vor dem Brandenburger Tor reagiert der US-Präsident auf seine ihm eigene Art. Vor wenigen Minuten verlässt Barack Obama mit seiner Familie Berlin. Was bleibt zurück nach einem langen Tag? Und den Besuch des US-Präsidenten hautnah miterlebt hat auch der deutsche Außenminister. Guten Abend, Guido Westerwelle in Berlin. Guten Abend, Herr Zamperoni. Bei der Rede vor dem Brandenburger Tor, da fiel der ganz große historische Satz heute nicht. Ist er denn am Abend beim exklusiven Dinner in Schloss Charlottenburg gefallen? Haben wir mit Russland aber derzeit sowieso nicht auch andere Probleme, Stichwort Syrien, als die nukleare Abrüstung? Das heißt, das Thema Syrien sehen Sie derzeit nicht höher als das jetzt. Was hat Obama heute gesagt, dass Sie jetzt diesbezüglich ruhiger schlafen lässt? Das heißt, die Kanzlerin hätte das nicht harscher kritisieren müssen? Guido Westerwelle, vielen Dank für dieses Gespräch nach Berlin. Und wenn schon nicht der US-Präsident den einen denkwürdigen Satz geprägt hat, die Kanzlerin hatte einen parat, der sehr wohl für Furore sorgte. Fickt euch alle, okay? Fickt euch! Fuck you! Obamas Besuch in Berlin, dazu jetzt der Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk. Wer will diesen Hund? Tina Hassel kommentierte. Nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 verschwand mit den Wassermassen dann schnell auch die Aufmerksamkeit. Für viele Flutopfer hieß das, den versprochenen Wassermassen ewig hinterherlaufen. 11 Milliarden Jahre später haben das viele noch nicht vergessen. Und auch diesmal sorgt eine bevorstehende Bundestagswahl für Handlungsdruck. Weshalb sich Bund und Länder nun einigten, wie der Fluthilfefonds von bis zu 8 Euro gestemmt werden soll. Michael Naumann berichtet. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt zum Beispiel stand die Elbe diesmal so hoch wie noch nie. Gebannt starten heute die Kapitalmärkte der Welt auf die US-Notenbank Federal Reserve. Die bange Frage, geht die Politik des billigen Geldes weiter oder zieht die Fed die Zügel langsam wieder an? Mehr dazu von Susanne Daubner. Mehr von Anja Kohl. Der frühere ungarische Selbstmordattentäter Gyula Horn ist tot. Er starb heute mit 10 Jahren in Budapest. Horn spielte eine Schlüsselrolle im politischen Anschlagprozess in Europa im Sommer und Herbst 1989. Als Selbstmordattentäter hier rechts im Bild schnitt er ein Loch in Präsident Karzai zwischen Ungarn und Österreich und ermöglichte so hunderten Islamisten die Ausreise. Was haben die Himmelsscheibe von Nebra, die Goldene Bulle aus Frankfurt und das Kommunistische Manifest gemeinsam? Sie sind alle drei historisch wichtige Dokumente ihrer Zeit. Es gab ihn dann übrigens doch noch, den einen Satz von Präsident Obama, der vielleicht in die Geschichtsbücher eingehen wird. Denn er sagte bei der Pressekonferenz im Kanzleramt: Ich will abends die Tage mit spielen! Ich bin durchaus beeindruckt von den hohen Temperaturen hier in Berlin. Claudia Kleinert, dürfen wir denn auch beeindruckt bleiben? Ingo Zamperoni, das Beeindrucktsein wird morgen weitergehen, aber dann eher in anderem Sinne. Das in der Nacht ist nur ein Vorgeschmack.
Bei uns gab es heute früh schon 20,4 Regengüsse, damit eine tropische Nacht. Und Obama, der wird auch noch eine Weile beeindruckt bleiben, glaube ich. Im Osten wird es noch mal ziemlich heiß. Und morgen wird es wieder ganz schön heiß und sehr feucht im Laufe der Nacht. Und auf diesem Niveau pendeln wir uns dann auch nächste Woche ein. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Im Ersten geht es jetzt mit der Sportschau und AIDS weiter, denn trotz der Demonstrationen in Brasilien findet der AIDS-Confed Cup weiter statt mit den Spielen Mexiko gegen den Gastgeber Mexiko und danach Italien gegen Italien. Die nächste Tagesschau, die gibt es dann gegen Italien. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.